Aber wedeln tut er nicht, ne? Wedeln tut er. Komm, lass mal den. Guck einfach mal an. Das ist super. 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 Die müssen bestimmt ja gar nicht herfahren mit ihren Dingern. Ja, das wird nicht. Ach so.
für zwei Tage war ich nicht dafür, oder was? Der ist halt eingebrannt. Das wäre eine Fußgängerzone, ist es aber nicht, ne? So, so was gibt es ja gar nicht. Boah, hier. Früchte und da Fleisch. Ne? Lecker Fleisch da. Neue Altstadt. So, wo ist er denn jetzt mit seinen Fahnen? Ja.
ich dir aber jetzt mal. Sonne? Du dazwischen. Fingerrichter, das ist der Fingerrichter. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Glatzkopf? Hä? Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Glatzkopf? Eine TU. Also. Neu. Machen die sich ja hier. Und sind Fuzius. Stein, so reagiert er. Ja. Ja. Okay, mal gucken. So, das ist jetzt richtig schön gewesen hier zum Angucken. Das sieht schwer nach Regen aus, ne? Nee. Kannst du nicht? Ja, das sieht auch schon so aus. Ich habe sogar ein bisschen mal die Sonne. Man hat etwas abgekühlt, ne? Im Wind so ein bisschen gerade. Ja, das ist eine schöne Anlage, ne? Aber hätte. Lass mal am besten wieder runtergehen. Ja, jetzt nur noch ein. Ja, muss auch mal hingehen. Ja. Ja.
ist ja, wer weiß wie hoch, ne? Das ist ja, wer weiß wie hoch. Ach so, ja. Also von hier nach da fährt meist nichts von in der Zelle. So, dann geh du mal da in die Richtung, vielleicht mal Foto. Das ist neu, diese Schildkröte ist aus
Porzellan gemacht und dann mit Blattgold übersehen. Und das war eine Schenkung von 2010 anlässlich des 1000-Tages der Gründung der Stadt Hannover, der Verlegung der Hauptstadt nach Hannover im Jahre 2010. Diese Schildkröte, das ist auf der linken Seite zu sehen. Das wäre ein Favorit zwischen Ding und Klang, so Mann und Frau, so Vater, Kind und allem, das wird in den Jahren wirklich philosophiert. Vielleicht erkennt ihr noch ein Stück, um das Tor besser zu fotografieren, denn das Tor ist gerade das Wahrzeichen von Hannover. Also das Wahrzeichen von Hannover ist dieses Tor, dieser große Tor, und nicht etwa Schmidt-Mausoleum oder diese Verleihung oder eine kleine Tor. Bitte kommen Sie mit. Ja, hier man schon vor 400-500 Jahren so weit, dann müssen wir nacheifern. Und das wäre dann der Zweck dieser Teil, was man für die Prüfungen zwischen 1442 und 17 hinter diesem Eingang. Ja, das ist die Gedenkstätte. Natürlich das Gebäude nicht von 1000 Jahren, aber hier schon seit 1000 Jahren diese Gedenkstätte für den Konfuzius. 6 Jahre später, im Jahre 1076, hat der Nachfolger von dem ersten Kaiser gemeint, der Mann war der größte Lehrer aller Zeiten. Warum? Und danach sind wir fertig mit dem Rückgang. Also ich werde bei Ihnen so bleiben. Und dann das ist auch so ein Baum wie in Florida. Ja. Ja, sehr schöner Park, ne? Ja. Jumpen können wir nicht gerne. Können wir nicht reich sein, oder? Ja, nee. Wie heißt das jetzt hier, wo wir sind? Ist auch nicht gut, was er gesagt hat. Gefährlich, doch. Nicht hinzugucken. Stell mich mal dahin, ne? Ja. Gerade Sonne raus, ne? So. Zimmer, ja? Wenn Sie, also die meisten Hotels in Vietnam, die haben so freier Internetzugang, entweder auf Zimmer. Oder unten, da sind zwei Rechner da und dann kann man nach Hause schnell ein SMS schicken, also ein Mail schicken, dass man gut angekommen ist.
dass hier ein bisschen wärmer ist als in Berlin oder in Deutschland. 18 Grad habe ich gestern Wetterbericht gesehen. Und auch heute, ja, auch heute nicht so, also statt Regen, sollte Regen geben in Deutschland. Ja, einfach, die Straßen sind zu eng für größere Busse. Sind die neuesten bei uns, die größten, ja, großen Kofferraum. Wir hatten immer früher Zeit gehabt, 30 Gäste, da muss man noch einen Bus mitnehmen. Aber dieser Bus hat großen Kofferraum. Das, ja, man kann hier eine SIM-Karte kaufen, ja, für etwa so 100.000 Euro, also 4 Euro, 4 Euro, also weniger als 4 Euro, da kann man auch nach Deutschland anrufen, das ist kein Problem, also es ist besser. Ja, es ist, gibt es dann überall, ich zeige Ihnen unterwegs, wenn wir spazieren gehen, da können Sie eine SIM-Karte. Und da kann man direkt, also es ist nicht zu empfehlen, im Hotel nach Deutschland anzurufen. Es sind überall da, viermal klingen, dann soll man drauflegen, aber manchmal weiß man später nicht, ob das vier- oder fünfmal geklingelt. Zum Schluss kriegt man eine Rechnung, obwohl man die Verbindung nicht bekommen hat. Also daher würde ich das nicht empfehlen. Oh, habt ihr vielen Dank für das Programm, ich brauche die Liste. Ja. Das sind verschiedene Inhalte und ich habe das heute vergessen. Also wir sind in Hanoi, nicht, dass das nachher wieder vergessen ist. So, jetzt sind wir fast im politischen Zentrum von Vietnam. Schauen wir das neue Gebäude, das ist die Nationalkongresshalle, gebaut von einer deutschen Firma. Ja, und auf der linken Seite sehen Sie dann die alte Zitadelle, die alte Kaiserstadt von Vietnam, also für die Zeit vor 1802. Ab 1802 ist dann die Hauptstadt nach Hue verlegt und Hanoi hat seine Funktion verloren als Hauptstadt von Vietnam. Zwischen 1802 und 1945, da sehen wir noch diesen Eingang. Ja. Ja, das war über 80 Jahre. Über 80 Jahre. Hier sind die meisten Botschaftsgebäude. Jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite haben wir die chinesische Botschaft, die deutsche Botschaft ist gleich hinter dieser Parkanlage, so schräg, so hinter dem Denkmal da, diese Ecke. Das war früher Zeit die Botschaft der DDR. Und nach der Wende dann das ganze Gebiet als Botschaft von Deutschland, also hier hinten auf der linke Seite. So, Sie schauen, jetzt ist gerade dieser schnelle Wechsel. Die gelben Lauben, die fallen runter und schon morgen früh, oder jetzt sehen Sie schon die ganz jungen, frischen, grünen Blätter. Also dieser Vorgang geht bei uns ganz schnell, nur in ein paar Tagen. Also nicht 3-4 Monate, keine Blätter, sondern geht schlagartig in ein paar Tagen von also tiefgrünen zu ganz frischen, grünen, jungen Blättern.